ist ein Tag, an dem ich komplett alleine unterwegs bin. Kevin hat es leider erwischt. Der hat sich erkältet, hat eine Grippe, keine Ahnung, was es genau ist. Der kämpft jetzt gerade damit, zumindest wieder gesund zu werden, bis wir wieder fliegen. Ich habe mich aufgemacht nach Ueno. Bin jetzt hier in einem Park gelandet. Ich schaue mir den an, eventuell fahre ich dann noch Tretboot und ich treffe mich nachher um 17 Uhr mit Haruki. Wir gehen essen und mal gucken, ob wir dann auch in eine Karaoke-Bar gehen oder nicht. Und ja, bis dahin muss ich jetzt noch ein bisschen Zeit totschlagen. Ich muss unbedingt nachher dran denken, ich wollte noch eine Schachtel Zigaretten holen. Nicht um sie unbedingt selber zu rauchen, sondern um mal eine Schachtel mitzubringen. Tobi kann eine rauchen, Juliane kann davon eine rauchen, mir eigentlich Schnuppe, wer davon eine raucht. Aber einfach nur mal zum Vergleich halt, ob die anders schmecken. Weil man kennt es aus Polen, die Zigaretten sind anders. Die aus der Türkei sind anders. Von daher muss ich ja wenigstens eine Schachtel mitnehmen. Da drüben ist der Zoo. Könnte man auch überlegen, ob man da reingeht. Das ist eine Frage der Zeit, ob sich das lohnt für mich. Das ist riesig. Alter, und eigentlich ist ja alles voller Wasser. Da unten schwimmt auch eine Schildkröte. Da auch nochmal ein Koi. Da noch ein Koi. Hier muss sogar ich schon fast den Kopf einziehen, damit ich mir nicht den Kopf stoße. Ich frage mich mal, hier sollte man irgendwo Tretboot fahren können, wenn ich mir die ganzen Pflanzen hier im Wasser ansehe, denke ich mir, das wird schwierig mit dem Tretboot. Mega viele Schildkröten. Oh, ich hab's doch gefunden. Es sind scheinbar verschiedene Seen hier. Das ist die Frage, wie viel das kostet. Da haben wir einen Überblick. Schauen wir mal ein. Ruderboot kostet 700 Yen die Stunde. Ein Cycleboot 600 Yen, 30 Minuten. Und ein Schwanentretboot kostet 700 Yen. Ja, 30 Minuten ist natürlich schon happig, wenn man hier alleine ist. Und ich überlege mir das. Wir haben schon wieder eine kleine Süße hier. Neko-chan! Neko! Hey, na, süße Neko? Neko, Neko, Neko! Oh, du bist ja eine süße, ne? Hm?
Prinzipiell würde ich sagen, es ist bestimmt schön mit dem Tretboot. Allerdings muss man ja dazu sagen, die Umgebung dafür ist jetzt nicht so dazu geeignet, sich wohlzufühlen mit Hochhäusern um sich herum, mit Baustelle um sich herum. Ich sitze auf einem Tretboot. Da vorne kann man das schön sehen. Ja, da kann man sich halt dementsprechend was aussuchen. Ich habe mich natürlich jetzt alleine reingesetzt. Ich bin ja nun mal auch alleine unterwegs. Und ja, tümpel jetzt hier ein bisschen herum. Bis 15.31 Uhr habe ich Zeit. Und ja, dann muss ich wieder zurück sein, denn wenn man ein bisschen drüber ist, muss man für die nächste halbe Stunde bezahlen. Und dann muss ich hier noch eine halbe Stunde herumlungern in diesem Boot. Am liebsten würde ich jetzt so ein bisschen Autoscooter damit machen, aber ich glaube, das sehen die nicht so gerne, wenn ich jetzt andere Boote ramme. Insbesondere, wo kleine Kinder drin sind. Was ist das? Der Brodelwasserhof in einem See. Was hier alles so künstlich angelegt ist, ich weiß es nicht. Ich mache es mir hier sehr gemütlich. Das Problem ist, das Lenkrad ist halt in der Mitte. Wenn ich mich auf eine Bootseite setze, um halt vernünftig zu treten, zieht er trotzdem immer wieder in eine Richtung, sondern die, in der ich sitze. Man muss so halt extrem gegenlenken. Und da habe ich mich jetzt in die Mitte gesetzt und trete einfach auf beiden Seiten. So muss einfach mal ein bisschen einfallsreich sein. Eigentlich hätte ich auch Lust gehabt auf ein Ruderboot. Das Problem bei so einem Ruderboot, gut, wenn ich allein bin, klar, ich komme von A nach B, das ist nicht das Problem. Allerdings dabei dann nochmal ein Video aufzunehmen, wird dann schwierig. Da muss ich mich schon sehr gut treiben lassen. Hier hängt auch mein Paddel, wann ich wieder zurück sein muss. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich glaube nicht, dass ich es schon erwähnt habe. Bin mir aber auch nicht sicher. Wenn man es überlegt, dieses Schwanentretboot, ja, dafür zahlst du 100 Yen mehr. Sieht rein theoretisch genauso aus wie mein Boot auch, nur dass du vor deiner Nase einen Schwan hast. Und ich mir denke, ja, das behindert doch die Sicht doch, oder? Also, weiß ich nicht, dann bezahle ich doch nicht mehr Geld. Von hier aus sieht man den Skytree. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Eine Überraschung. Eine Ente. Nein, eine Mutter. Die schwimmt schön außerhalb. Dass sie auch ja nicht stören kann. Aber da ist auch eine. Oh, und die befahren die fast. Das finde ich schon ein bisschen mies. Also ich weiß nicht, ob die Japaner wirklich so tierlieb sind, wie sie scheinen. Weil gefühlt hat die gerade extra Gas gegeben, wo sie die Ente gesehen hat. So, aus dem Boot wieder raus. Haben wir es jetzt 3:30. Ich muss also immer noch ein bisschen Zeit überbrücken. Ich gehe jetzt einmal um diesen Park um zu und dann fahre ich lieber schon ein paar Minuten früher Richtung Shibuya. Vielleicht kriege ich dann auch die Rush Hour mit und kann die Kreuzung nochmal genau ansehen. Aber als allererstes suche ich jetzt erstmal eine Toilette, nachdem man die ganze Zeit das Geplätscher gehört hat. Macht sich meine Blase langsam doch bemerkbar. Mir gerade noch über den Weg gelaufen. Ich vermute, dass das sowas wie eine Showbühne ist. Ich habe allerdings auch noch keinen Eingang gesehen, da ist eh nichts los, aber wäre ja mal interessant zu wissen, was genau da immer stattfindet. Sieht von außen halt nicht mehr so schön aus. Vielleicht ist es auch stillgelegt. Ich weiß es halt nicht. Ich würde es aber gerne erfahren. Vielleicht sehe ich gleich noch was von der anderen Seite.
beziehungsweise ich bin eben an einer vorbeigekommen, aber diese Toilette ist ja wieder so altmodisch mit so einem Schlitz, wo man reinpinkeln muss. Und nein, danke. Darauf kann ich verzichten. Ich muss immer noch weiter umzulaufen. Ich hoffe, dass ich den Weg zum Bahnhof gleich finde. Ansonsten muss ich doch das Handy rausholen. Das sieht doch mal jetzt noch ein bisschen mehr aus als beim letzten Mal. Und ich treffe mich gleich da gegenüber bei Zutage mit Haruki im Erdgeschoss. Ich darf mir gleich einen Weg da rüberbahnen, nehme aber dann mal die schräge Seite, um einfach mal diesen Effekt zu haben, dass so viele Leute entgegenkommen. Auch wenn es bei gefühlt fast jeder Kreuzung so ist, dass so viele Leute entgegenkommen, weil hier ist es ja noch ganz klein Ticken mehr. Den er ausgesucht hatte, da war allerdings geschlossene Gesellschaft, also eine Privatveranstaltung. Ist eigentlich sehr schade, weil das ein schöner Italiener war, wo man für 500 Yen eine Pizza kriegt. Zu dem geht er häufiger hin. Und ja, mussten dann zu Coco Curry ausweichen. Ich habe ihn zum Essen eingeladen. Sind danach dann Bier holen gegangen, um dann wieder in eine Karaoke-Bar uns zu setzen. Haben ein paar Lieder gemeinsam getrellert. Er hat ein paar japanische Lieder gesungen, ich habe selber ein paar englische und japanische Lieder gesungen. Ich habe von Celine Dion Hard Will Go On angemacht, einfach. Naja, man hat irgendwann ein bisschen ein Sitzen gehabt und es war lustig und er hat es versucht, ich habe es versucht. Ich denke, wir haben es gut hingekriegt und haben generell nach Liedern gesucht, die wir beide singen können, haben Michael Jackson angemacht, aber manche Lieder sind doch ein wenig schwer, wenn man sie gerade nicht mehr so vor Augen hat, wie man es dachte. Und ja, haben uns dann danach noch ein bisschen unterhalten gehabt am Bahnhof direkt. Er hat mir noch kurz gesagt, wo ich reingehen muss, damit ich auch gut zurückfinde. Ja, und da musste ich mich dann leider auch schon von ihm verabschieden. Finde ich sehr schade. Ich hoffe, er kommt mal nach Deutschland. Und wir können ihm dann ein bisschen was von Bremen oder so zeigen. Können ihn vielleicht mal zum Grillen einladen oder irgendwas. Ja, wir sind halt so verblieben, falls er mal herkommt nach Deutschland, dass er sich doch melden möchte. Ja, ich laufe jetzt durch den leichten Nieselregen zurück zur Wohnung.